Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Diablo 4. Ja, ich bin jetzt so ungefähr am Zielort angekommen, wie ihr seht. Und ich wusste jetzt nicht, ob irgendwas getriggert wird, wenn ich hier jetzt reinlaufe. Ah, okay, es ist nur eine Stadt. Na gut, dann hat sich das damit erledigt. Wir gehen aber vorher mal eben kurz hier das Ding freischalten. Genau, sehr schön. Und dann können wir direkt zu Lorat gehen. Ach, da ist er. Habt ihr etwas über Elias Palast in Erfahrung gebracht? Eigentlich nur Gerüchte. Die Menschen hier sprechen von einem Zauberer, der in einem großen Palast lebt, jenseits des ewigen Sandsturms. Einer dieser Nomaden könnte uns hinführen. Sie kennen das Land besser als... Da ist er. Andariel, ich höre sie. Ja. Ich muss mich irgendwo konzentrieren und ihre Stimme eindämmen. Sucht jemanden, der uns führen kann. Ich hole etwas, um Thaisa zu helfen. Die Übersetzungen sind ja geil. Sie sagt, oh, und übersetzt wird das mit Uff. Das ist einfach nur genial. Hallo. Ich suche jemanden, der mich durch den Sandsturm im Norden führen kann. Ha! Keine Chance. Nicht für alles Gold in Caldeum. Feigling. Na gut, fragen wir weiter. Werdet ihr mich durch den Sandsturm im Norden führen? Seid ihr verrückt? In dem Sturm lebt ein Zauberer, der euch das Fleisch von den Knochen reißt. Ja, natürlich, natürlich. Dann du vielleicht. Ich suche jemanden, der mir helfen kann, den Sturm im Norden zu durchqueren. Ihr findet hier niemanden, der närrisch genug ist, um diese Anfrage anzunehmen. Gebt auf und bleibt einen Tag länger am Leben. Moment. Was ist mit dem alten Mann? Das Einzige, zu dem euch dieser unzuverlässige Narr führen wird, ist euer Grab. Aber ihr seht verzweifelt genug aus, alles zu versuchen. Er verbringt seine Tage in einer weißen Rauchwolke am Flussufer. Seid vorsichtig. Dort ist es gefährlich. In einer weißen Rauchwolke. Also ist er Kettenraucher, ja? Ich habe hier aber gerade was gesehen. Soll das eine Art Kamel sein? Oder eher ein Dromedar, ne? Hat nur einen Höcker oben drauf. Aber sieht sehr verbeult aus und ist total unscharf. Also es tut mir leid, vorne sieht es irgendwie so ein bisschen, naja, wie eine Mischung aus Kamel und, wie heißen diese Viecher nochmal, Lama aus. Hinten könnte es ein unscharfes Kamel sein. Ist es nur gerade so ins Auge gefallen. Ich weiß, wo wir einen Reiseführer finden. Wo ist Thaisa? Hallo? Ich habe einen ruhigen Ort gefunden, an dem sie sich darauf konzentrieren kann, Andariels Präsenz zu kontrollieren. Ist es sicher, sie hier zu lassen? Sicherer, als blind durch die Wüste zu stolpern. Zumindest bis wir einen zuverlässigen Führer finden. Den habe ich. Schön, dass das jetzt schon wieder hier rausspringt. Also heute macht irgendwie das Spiel, was es will. Gut, es gab ein Update. Ich hoffe jetzt nicht, dass es daran lag. Reist zum Flussufer, dann werden wir das doch mal tun. Ich hoffe, ich habe auch wieder alle 3-3. Ich glaube, einer fehlt, oder? Hatten wir nicht 3-4? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich wollte gerade sagen, Lorat, kommst du mit? Und schon steht unten, Lorat folgt euch. Das ist doch wunderbar. Das finde ich übrigens gut, dass das immer da steht, weil dann weiß man auch immer genau, kommt er oder kommt er nicht. Man sieht zwar so ein bisschen auf der Karte, aber... sonst geht's noch, ja? Nerv mich nicht hier. So, direkt mal schauen hier. Da ist noch was. Oh, da liegen auch noch Sachen. Und da ist auch noch was. Sehr schön. Okay. Ja, Banditen habe ich ganz viele gehabt. Gut, das sind jetzt Scharfschützen. Aber Banditen habe ich ganz viele gehabt auf dem Weg hierhin. Ach, jetzt ist auch noch Wildschwein dabei. Jungs, nervt uns nicht. Wir wollen noch gar nichts von euch hier. Ist das jetzt euer Ernst?
So, jetzt bin ich aber... Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich falsch, aber ich war doch richtig. Mal gucken, wie lange die einem verfolgen. Vielleicht kann der Zauberer uns helfen. Neuer Tag, neue Narren. Diesmal werde ich nicht derjenige sein, der die Leichen in den Fluss rollt. So. Die verfolgen uns einen. Ich habe auch kein Deutsch mehr drauf heute. Die verfolgen einen ja tatsächlich ziemlich lange. Nein, du sollst nicht schießen, du sollst die Beine nehmen, Mann. Die Beine in die Hand nehmen und fliehen. Naja, gut. Ihr solltet lieber kehrt machen und gehen. Oh, ich weiß. Was ist jetzt los? Hilfe. Gewarnt. Ich brauche mehr Essenz. Ich dachte, der ist hier. Was ist das für ein Mist hier? Moment, wir müssen hoch. Ja, schön, dass ihr uns die Tür aufmacht. Vielen Dank. Hier müssen wir nämlich hin. Zumindest hat er uns das gerade angezeigt. Betretet das Hinterzimmer, sucht nach dem alten Mann. Ist das der, über den ich gerade drüber trampel? Wie? Lorat folgt uns nicht mehr. Hallo? Ich habe den alten Mann doch gefunden. Ach, jetzt endlich. Oh. Ich dachte schon. Wacht auf! Hä? Was ist? Ich hab bezahlt. Lasst mich in Ruhe. Wir sind nicht zum Geldeintreiben hier. Wir brauchen... Hä? Das kann nicht sein. Oder? Ist das das Symbol der... Horadrim? Ja, Horadrim. Deckard? Deckard Kane. Seid ihr es, alter Freund? Ich bin es, Meshif. Nein. Deckard ist nicht mehr. Ich bin Lorat. Wir brauchen eure Hilfe, um den Sandsturm im Norden zu passieren. Ein Sandsturm, was? Die anderen müssen euch abgewiesen haben. Haben euch bestimmt irgendwelchen Unfug von einem Zauberer erzählt. Ja. Nun, was kann ein Zauberer mir schon antun, was die Zeit nicht schon getan hat? Ja, ich werde helfen. In der Nähe gibt es eine alte Kapelle, ein vielversprechender Ort, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Gut. Beschafft euch alles Nötige. Ich hole Thaisa und treffe euch dort. Ah, das ist wunderbar. Wie in alten Zeiten, was, Deckard? Ja, er hat schon gesagt, dass er nicht Deckard ist, aber okay. Trefft Lorat und Meshif an der verlassenen Kapelle. Jetzt habe ich so einen kleinen Zwist. Die Kapelle ist hier oben. Wir können theoretisch auch nach da reisen, das ist kein Problem. Aber wir sind fast Stufe 25. Und das heißt für mich, ich habe ja nicht viel eingesammelt jetzt, ne? Das heißt für mich, dass ich gerne das kleine bisschen hier vielleicht noch grinden würde und entsprechend dann die Quest machen möchte. Jetzt hätte ich das natürlich eben machen können, ich weiß. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht. Nehmen den Beinschutz mit. Mir fehlt die nötige Essenz. So, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt machen muss, bis ich den... Bis ich den wirklich ein Level ab habe. Ja, da ist jetzt gut was hochgegangen. Lass uns noch ein Wildschwein töten. Moment, das nehme ich aber noch mit hier. Yes, perfekt, perfekt. So, Moment, dann gehen wir aber jetzt nochmal kurz zurück, damit die uns im besten Fall jetzt nicht so folgen. Damit ich dann mal eben die Quest hier ändern kann. Totenbeschwörer, Ruf der Unterwelt. Die würde ich jetzt gerne machen. Muss ich natürlich mal eben schauen, wo die überhaupt ist. Die hatte ich jetzt angepinnt. Ist wahrscheinlich wieder komplett woanders. Zeigt der mir gerade nicht an, oder? Doch, Moment, der zeigt mir... Nee. Doch, das ist die unfarbliche hier. Ruf der Unterwelt. Genau. Dann gehen wir da jetzt nämlich ganz schnell hin.
Ich weiß, das ist ein bisschen blöd, weil man ja dann so ein bisschen aus der Geschichte raus ist. Aber wir können uns jetzt endlich den Golem holen mit dieser Story. Das haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, schon bemerkt. Und das würde ich ehrlich gesagt auch gerne machen. Nein. Ich lasse mich jetzt hier nicht davon abhalten, Junge. Boah, geht mir nicht auf den Nerv hier. Ist doch direkt hier oben. Ja, natürlich muss ich jetzt hier wieder durch alle durch. Warum auch nicht? Ich habe auf euch gewartet. Das ist schön. Wer seid ihr? Ein Lehrer. Und zwar einer, der sein ganzes Leben der Bewahrung von Radmas Lehren gewidmet hat. Unserem ersten und größten Totenbeschwörer. Ich habe gehört, wie die Geister von euch flüstern. Sie sagen, ihr wärt eine wahre Freundin des Todes und der Schatten und seiner größten Lehren würdig. Radma erkannte, dass der Tod einen Wandel darstellt, kein Ende. Er sah in allen Dingen das Potenzial, sich zu verwandeln. Ob nun in einen Knochenhaufen mit kaum einem Fünkchen verbliebener Lebenskraft oder in einer Wagenladung voll Roheisen aus der toten Erde. Aus Radmas Theorien entstanden die Golems. Es wird Zeit, dass ich euch in dieses letzte Geheimnis einweihe und in die Ränge der Priesterschaft Radmas aufnehme. Ihr müsst ungebrochene Knochen sammeln, um den Körper eures Golems zu formen. Danach werde ich euch weiter unterweisen. Hallo? Alles gut? Was ist jetzt los? Also ich nehme mal an, dass wir von den Skeletten die Knochen jetzt sammeln sollen. Einen haben wir schon mal. Nehmen wir an, der Werwolf hat auch keine. Ne? Ja, zwei haben wir. Oh, was haben wir hier? Irgendwas von Lilith auf jeden Fall. Es war jetzt so schnell wieder weg. So, die muss ich auch noch einsammeln extra. Ja, toll. Aber in diesem Gebiet, das heißt hier unten, ne, da sind nur noch die Viecher. Das heißt aber theoretisch, dass hier oben dann auch nochmal was kommen müsste. Jungs, ich brauche Knochen. Geht mir hier nicht auf die Nerven. Ich brauche Knochen. Ich brauche kein Fell. Ja, das ist schon besser. So, 6 Stück. Frage ist, wie schnell kommen die wieder, wenn ich die jetzt hier schon platt gemacht habe. Alles gut. Seit der hier oben jetzt keine Knochen. Das finde ich jetzt nicht gut. 7, 8, 9. Mein Geburtsdatum. Ja. Ah, ihr werdet doch noch die letzten 3 Knochen dabei haben, oder? 2 Stück haben wir. Sehr schön. Das sollte ausreichen. Ihr benötigt die Essenz des Lebens. Einen Geist, um euren Golem zu verwandeln. In den Hügeln nicht weit von hier liegt ein abscheuliches Artefakt verborgen. Es dient dazu, verlorene Seelen einzufangen und ihnen Magie abzusaugen. Befreit diese Seelen, dann helfen sie euch vielleicht im Gegenzug. Machen wir. Ich habe hier so einiges aufplatzen lassen. Gut, ich habe denen sozusagen das Fleisch von den Knochen gerissen, so wie das aussieht.
Findet die Höhle mit dem abscheulichen Artefakt. Es ist noch zu früh am Morgen, ich merke das schon. Ist jemand da? Nein. Ach so, Moment. Das muss aber irgendwo... Hä? Nee, warte mal. Nee, das ist wieder so ein blödes Event, oder? Ich muss doch hier unten hin, oder? Ich muss da unten... Geht mir doch mal einmal nicht auf den Sack, wenn ich was gucken will, Leute. Da unten muss ich hin, meine ich doch. Da war noch Gold. Das nehmen wir noch mit. So. Ich meine doch, dass das hier diese Weltereignisse oder was das für ein Kram ist hier, mit Orange, dass wir da nicht ganz richtig waren. Warum das blau eingekreist ist, weiß ich nicht. Gold nehmen wir mal mit hier. Kann vielleicht was damit zu tun haben mit... Kommt denn da alles raus? Wollt ihr mich jetzt hier... Nee, so nicht, mein Freund. Ich will nicht kämpfen, ich will zum Zielort. Da muss ich sowieso wieder kämpfen. Da, ja, da muss ich wirklich kämpfen. So, die Frage ist... ach hier, Bitterhöhle. Genau. Ich hoffe, dass es nicht allzu bitter ist, durch diese Höhle durchzulaufen. Oh. Jetzt haben wir mal eine Eishöhle. Okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ups. Ich habe die Ruhe der Toten gestört. Tut mir leid. Hallo? Ich krieg dich da hinten nicht, Mann. So nicht, mein Freund. So. Haben wir alle wieder da? Ich glaube ja, ne? Ja. Wir sind bereit. Sprecht mir nach. Geister, ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns, auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Geister, ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns, auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Und nun? Quest abgeschlossen. Totenbeschwörer ruft der Unterwelt. Und nun? Neue Beschwörung, Golems. Ah, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, hallo. Golems. Ich hoffe, dass dadurch jetzt nicht meine Skelettkrieger kaputt gehen. Jedes Mal, wenn euer Knochengolem... Ja, kann ja nicht. Nee, dann laufe ich ja mit drei rum. Jedes Mal, wenn euer Knochengolem bis zu 20% seines maximalen Lebens als Schaden erleidet, wirft er eine Leiche ab. Ja. Das maximale Leben eures Knochengolems erhöht sich um 10% und die Anzahl der Dornen, die er von euch erhält, erhöhen sich von 30 auf 50%. Das heißt, der ist mehr tanky, so wie ich das verstehe. Würde ich mal sagen, dass wir das nehmen. Und bei Level 28 können wir das dann nochmal ändern. Hat er es jetzt angenommen? Nee, der hat es nicht angenommen. Muss ich dann doch nochmal drücken. So. Jetzt hat er es aber angenommen, ne? Ja, genau. Dann haben wir jetzt noch einen Punkt. Ich habe jetzt hier schon mal... Achso, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich hatte jetzt hier schon mal einen Punkt reingemacht beim letzten Mal. Ist das das gewesen? Ja, das war das. Dann machen wir mal erhöht Schaden und Leben eures Golems. So. Wie beschwöre ich den jetzt? Moment. Ich mache mal eben eine Leiche. Aber kommt der aus Leichen? Theoretisch, aber... Nee. Jetzt haben wir einen wunderschönen Golem und wissen nicht, wie wir ihn eigentlich beschwören sollen. Oder opfert eure Diener. Ja. Aber wie... Wie kriege ich den denn jetzt? Ist ja schön, dass das Leben meines Golems erhöht ist.
Aber wie kann ich den jetzt zu mir holen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, die muss ich den Epi jetzt mal stellen. Ja. Also grundsätzlich war das jetzt sehr schön, dass ich das geholt habe. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass ich keine Ahnung habe, wie ich den Golem eigentlich beschwören kann. Das heißt, wir werden jetzt erstmal für die nächste Folge wieder das andere hier einloggen. Die andere Quest. Die ist hier. Da ist auch ein Schmied. Das ist gut. Ich werde da mal zu dieser Stadt hier hinreisen. So, dann werde ich mal schauen, dass ich dann noch die paar Sachen, die ich jetzt bekommen habe, noch verwerte. Und ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Golem jetzt hier beschwören soll. Es ist ja schön, dass der da ist. Ich kann ihn halt anpassen. Nur anpassen bringt mir natürlich nichts. Deswegen, ja. Würde ich sagen, mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Ich werde die Sachen verwerten, werde den Epi gleich mal eben fragen, wie man überhaupt einen Golem beschwört, weil er hat das nämlich schon gemacht. Er hat die Hauptstory schon durch. Ich kann ja leider immer nur spielen, wenn ich aufnehme. Das ist halt der Nachteil daran, wenn man alles, was man spielt, aufnimmt oder zumindest die guten Sachen. Und ja, ich werde euch das dann in der nächsten Folge auf jeden Fall zeigen, beziehungsweise das dann mal ausprobieren, was er mir dann sagen wird. Und dann machen wir auf jeden Fall mit der Hauptstory weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.